auch ein alter Hund lernen, neben der Frauchen an der linken Seite, also bei Fuß zu laufen. Das macht Piep sehr vorbildlich. Und er kann aber auch an der rechten Seite laufen. Dann wechselt er einfach schnell die Seite. Mal einen Applaus. Ich finde das sehr schön, wie er das macht. Und dann kann er auch noch ganz besonders mit seinem Frauchen bei Fuß gehen, nämlich auf Frauchen Fuß. Und dann laufen die zusammen. Und das ist total süß. Das haben wir schön trainiert. Riesen Applaus, super. Sehr niedlich. So, und jetzt noch gar nicht lange her hat Piep auch fast das Sprechen gelernt. Er hat nicht gelernt, auf Fragen zu antworten. Und das will ich mal ausprobieren. Ich frage den Piep mal, Piep, magst du Regen? Nein, mag er nicht. Super. Immer ein Applaus für Piep, das hat er super gemacht. So, Piep. Muss ich die Decke schon hinlegen? Gut, ich mach. Wir machen noch eine kleine Umbaumaßnahme, dann ist sofort gut. So? So, dann frage ich Piep nochmal. Piep, magst du arbeiten? Auch nicht. Piep, was magst du denn? Ah, Piep möchte sich ausspannen und gemütlich haben. Oh, super Applaus für Piep, sehr schön. So, und jetzt noch ein ganz nagelneuer Trick, den dieser Hund wirklich erst mit 11 Jahren gelernt hat. Das soll einfach für sie auch nochmal ein Zeichen sein, dass sie mit jedem Hund immer noch trainieren können. Er hat nämlich, er hilft Elena zu Hause beim Aufräumen. Und er hat gelernt, den Müll in den Eimer zu bringen. Super, ein Applaus, der erste Müll ist drin. Sehr gut, super. Super, Piep, sehr gut aufräumen, klasse.